Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Seit 2011 haben wir jetzt die sehr bedrohten nordafrikanischen Rothalsstrauße. Die sind in einem Rahmen vom EEP von Hannover gekommen. Die Eier, die wurden sogar in Nordafrika, in Marokko aufgesammelt und dann in Deutschland ausgebrütet. Und aus erster Hand haben wir dann die Elterntiere bekommen. Seit 2014 züchten wir erfolgreich nach. Wir haben jetzt immerhin das 9. und 10. Küken sind in diesem Jahr geschlüpft. Rothalsstrauße sind sehr bedroht. Das ist eine Unterart von den Straußen, die früher eigentlich in gesamt Nordafrika vorkam. Jetzt leider nur noch südlich der Sahara. Also die Ursprungsgebiete Nordafrika, Marokko sind nahezu straußenfrei, außer in Nationalparks, wo eben schon wieder Ansiedlungsversuche dann seit 20 Jahren existieren. Die Bedrohung entsteht dadurch, dass natürlich Strauße sehr begehrt sind in Abschussquoten, auch sehr viel vom Militär in Kriegen getötet worden sind oder eben auch sehr viel Eier von den Straußen genommen worden sind. Strauße gehören zu den Laufvögeln. Das sind Vögel, die nicht mehr fliegen können. Sie sind auch sehr massiv, relativ vom Knochenbau noch schon ein bisschen anders strukturiert als die normalen Vögel, die sehr, sehr leichte Knochen haben. Aber man sieht natürlich schon auch einen Unterschied noch zu den normalen Säugetierknochen. Sie können aber dafür sehr schnell laufen. Strauße sind die einzigen Vögel, die die Zehen so weit reduziert haben, dass sie nur noch auf der dritten Zehe, der sogenannten Laufzehe und einer kleinen Außenzehe, der vierten Zehe laufen und können ähnlich wie Pferde, die ja auch eben nur auf dem dritten Zeh laufen, sehr schnell laufen, bis zu 70 Stundenkilometer. Sie legen in der Regel alle 2 Tage ein sehr großes Ei. Das ist bei uns auch unterschiedlich zwischen 1500 bis 1800 Gramm schwer. Und normalerweise legen mehrere Hennen in ein Nest gemeinsam ihre Eier ab, das also nach 10 Tagen ein vollständiges Gelege von 25 bis 30 Eiern dann zusammenkommt. Normalerweise brütet dann nur die Lieblingshenne, die Haupthenne, zusammen mit dem Hahn. Abwechselnd, die Henne ist mit ihrem braunen Gefieder recht gut getarnt und brütet tagsüber. Der Hahn mit seinem schwarzen Gefieder brütet dann in der Nacht. Je nach Unterart, jetzt hier bei den Rothalsstraußen, haben wir eine Brutzeit von 44 bis 46 Bruttage. Die Küken schlüpfen relativ parallel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Es gibt eine sogenannte Schlupfsynchronisation, dass alle Küken zur selben Zeit auch das Nest verlassen können. Es sind Nestflüchter und die Elterntiere verlassen dann mit ihrer Kükenschar das Nest, um nicht auch eben Feinde und sowas anzulocken, wenn noch Eier oder irgendwelche Reste übrig bleiben. Das ist jetzt ein Küken, was 14 Tage alt ist. Und da ist der Nabel natürlich schön verödet und trocken. Und das sind natürlich Vögel, keine Säugetiere, also trotzdem ein Nabel. Aber während des Schlupfaktes wird der Restdottersack, wovon sie eben in der Embryonalzeit gelebt haben, in die Bauchhöhle eingezogen und verödet dann. Und davon zehren sie die ersten 4-5 Tage. Müssen eigentlich noch gar keine Nahrung aufnehmen, sondern können dann direkt von den Resten des Dottersackes dann zehren. Da gibt es eine Verbindung zum Darm, also das läuft dann auch automatisch. Und ganz wichtig ist eben, dass der auch komplett dann aufgebraucht wird und resorbiert wird,
damit nicht irgendwelche Keime, die dann natürlich auch eindringen können, eine Dottersackentzündung hervorrufen können. Und man sieht, die Strauße, die Eltern betreiben eine sehr intensive Brutpflege. Das übernehmen wir jetzt. Die sind das jetzt auch schon gewohnt, dass wir uns um die kümmern. Die sind dann auch sehr zufrieden, wenn man sie sogar mal hier ein bisschen betüttelt. Oder wenn man sich zu denen auf den Boden setzt, kommen sie und ja, suchen Schutz, wie bei den Eltern unter den Flügeln. Und suchen uns auch, wenn wir uns mal entfernen. Die laufen alle oder hinter jedem her, der zwei Beine hat. Das ist also ganz praktisch, dass der Strauß und wir Menschen ja auch zwei Beine haben, sodass das eben auch keine große Umgewöhnung für die ist. Und das lässt aber mit der Zeit dann nachher nach. Genauso müssen wir denen das Fressen beibringen. Das heißt, so ein bisschen stimulieren, dass die anfangen zu picken. Das haben die instinktiv drin, aber dass man auch eben diese Pellets oder Salatblätter abschluckt, das müssen sie in den ersten Tagen lernen. Und dann ist das natürlich sehr vorteilhaft, wenn man mehrere Küken gleichzeitig hat, weil die das voneinander dann einfach abgucken. Und hier, das ist unser Kleiner, der ist eben 4 Tage jünger als der Erste. Der hat das sich sofort abgeguckt und nimmt ordentlich jetzt auch an Gewicht zu. Obwohl er jetzt noch kleiner ist, ist er im Verhältnis schon schwerer als unser erster Schlüpfer. Ja, das möchte ich jetzt wieder runterlassen. Jetzt mal ein Ei, was nicht befruchtet war, deshalb ist das ausgeblasen, aber man kann das auch mal sehen, wie groß das Ei ist. Das ist so ja, 15, 16 cm lang und 13, 14 cm breit, sehr kugelförmig. Das ist ganz typisch für die Straußeneier, dass man eben nicht wie bei einem Hühnerei einen spitzen und einen stumpfen Pol sieht, wo die Luftkammer ist, sondern sehr kugelig und stabil, weil eben der Straußenhahn mit ja, 130, 150 Kilo eben auch das Ei belastet. Während der Brutzeit bildet sich natürlich eine Luftkammer und die kann man nur anhand einer Durchleuchtung dann erkennen, wo das ist. Dieses Ei ist eben nicht befruchtet, deshalb habe ich die Luftkammer nicht markiert. Das habe ich dann hier zum Beispiel bei den Eiern gemacht, wo Küken geschlüpft sind. Die Eier werden erst ja, so 35, 36 Tage im Vorbrüter bebrütet. Der hat eine Temperatur von 36,4 Grad und eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit. Das heißt so zwischen 20 und je nach Wetter 27-28% Luftfeuchtigkeit. Da wird also sehr, sehr viel Wasser, normalerweise hat man ja so 55-60% in der Luft, dann herausgezogen. Die Strauße kommen ja aus diesen ja doch sehr trockenen Wüstengebieten vor und deshalb brauchen sie eben diese geringe Luftfeuchtigkeit. Und je länger die Brutzeit überdauert, umso größer wird die Luftkammer. Ich markiere das immer dann regelmäßig mit diesen Bleistiftstrichen, dass man eben auch sehen kann, dass die gut zunimmt und das Gewicht des Eis nimmt dann auch ab. Das wird natürlich alles protokolliert. Und zum Ende der Brutzeit kommt dann das Ei in den sogenannten Schlupfbrüter. Dort wird das Ei dann nicht mehr gewendet und hat dieselbe Temperatur, aber die Luftfeuchtigkeit ist etwas höher, damit das Küken es leichter hat beim Schlupf. Das Küken muss ja einmal von der Luftkammer Sauerstoff bekommen, das heißt, es muss diese sehr stabile Eihaut zerstoßen. Das geschieht bei den Straußen nur mit dem Schnabel bzw. mit der Kraft von der Nackenmuskulatur und der Beinmuskulatur. Straußenküken sind die einzigen Vögel, die keinen sogenannten Eizahn haben, der beim Schlupf von innen hilft, indem sie die Eischale perforieren, sondern sie müssen es wirklich anhand von Muskelkraft machen. Das Ei springt dann auf und wenn man sich die Eischale anschaut, das sind so zwischen 2,2 bis 3 mm die Scherbe. Das ist schon eine enorme Kraftanstrengung, die so ein Küken braucht, um eben selbstständig aus dem Ei herauszukommen.
Draußen ist es so, dass oft die Eltern nachhelfen. Deshalb haben wir auch während des Schlupfaktes immer ein Auge drauf, ob wir vielleicht auch Hilfestellung leisten müssen oder nicht. Diese beiden waren sehr kräftig. Das erste ist sogar von ganz alleine geschlüpft. Beim zweiten musste man nachher so ein paar Scherben wegnehmen. Aber es war im Verhältnis relativ aktiv und sehr kräftig. Ganz wichtig ist, dass wir die tägliche Gewichtszunahme protokollieren, denn wir wollen nachvollziehen, wann ist entsprechend der Dottersackvorrat aufgebraucht bzw. nimmt das Küken dann regelmäßig Futter auf. Die haben eben ein Schlupfgewicht, unterschiedlich zwischen 1100 und 1300 war unser kräftiges Küken, und nehmen dann aber natürlich ab, weil sie noch nicht fressen. Der Dottersack wird aufgebraucht und erst so ab Tag 9, 10 haben die dann ihr altes Schlupfgewicht wieder erreicht, bis sie dann eben wirklich tagtäglich 30, 40, 50 Gramm zunehmen. Ganz wichtig ist, dass man auch kontrolliert, dass sie nicht zu stark zunehmen, weil es dann auch wieder Probleme mit dem entsprechenden Wachstum gibt. Es sind ja Laufvögel, die müssen auch viel laufen. Und wenn die sehr schwer werden, könnte es auch eben zu irgendwelchen Knochendeformationen oder Gelenksschwierigkeiten kommen. Deshalb muss man das genau überwachen. Und das ist eben hier eine Grafik von unseren Küken, die hier schon alle geschlüpft sind, sodass wir ein sehr gutes Gefühl haben, wenn die sich, wie hier, das sind diese dicken Linien, sehr gut in der Mitte genau aufhalten und dann entsprechend vorwärts gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und auch nicht den Kanal zu abonnieren.